Namaste. Schön, dass du da bist. Willkommen zu einem komplett anderen Yoga-Video mit mir, als wir es sonst gewöhnt sind. Das ist eine Live-Klasse aus meinem Online-Studio. Wir haben 90 Minuten Vinyasa-Yoga. Es wird sehr schön, es wird sehr anstrengend. Wir haben einen Fokus auf Balancehaltungen, auf Standhaltungen und auf Muskelaufbau, Kraftaufbau im Core-Bereich. Und du brauchst für diese Klasse eventuell ein oder zwei Klötze, ansonsten nichts weiter, nur deine Matte. Denk daran, es ist eine sehr lange Klasse und sie ist für Fortgeschrittene gedacht. Das heißt, wenn du zwischendurch einen Moment der Ruhe brauchst und dich einfach im Kind ablegen möchtest, ist das völlig fein. Steig einfach wieder ein, wenn es dann für dich weitergeht. Ja, und wenn du soweit bist, dann lass uns beginnen. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen zum Morgen-Yoga mit mir. Wir haben heute eine recht fordernde Klasse und ich glaube einen ganz runden Vinyasa-Flow. Ich würde gerne die Klasse so ein bisschen im Rahmen der Selbstliebe machen. Das ist ganz dir überlassen, welche Absicht du da für dich findest, was das heute für dich bedeutet. Ich lade dich dazu ein, die Klasse das sein zu lassen, was du heute brauchst, was heute das Richtige für dich ist. Wir brauchen eventuell ein oder zwei Klötze, ansonsten nichts weiter, wenn ihr soweit seid. Dann lasst uns beginnen. Wir beginnen liegend auf dem Rücken mit angewinkelten Beinen. Wenn du magst, leg hier beide Hände auf deinen Bauch oder lass deine Hände, deine Arme den Boden finden, das, was sich heute für dich richtig anfühlt. Schließ hier für einen Moment deine Augen und lass deinen Atem ganz entspannt fließen. Spüre hier dein Gewicht, das dich in den Boden presst. Und lass dich von der Schwerkraft tragen. Beginne mit deinem Atem tiefer zu werden und füll deine Lunge beim Einatmen vollständig und lass beim Ausatmen alle Luft entweichen. Schaffe hier eine Verbindung zu deinem Atem, zu deiner erneuerbaren Energie. Wie die Sonne oder wie der Wind. Und wenn du magst, finde hier eine Absicht für diese Praxis, eine Affirmation, die heute mit deiner Seele resoniert. Vielleicht, ich begegne mir selbst in Liebe. Oder ich bin wertvoll,
oder ich bin genug oder etwas anderes, das, was heute zu dir passt. Wiederhole deine Affirmation ein paar Mal mit deiner inneren Stimme. Komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit in deinen Körper zurück und beginne dein Becken vor und zurück zu kippen. Wenn du dein Becken vorkippst, entsteht ein Hohlkreuz. Und wenn du dein Becken zurückkippst, küsst dein gesamter unterer Rücken die Matte und wenn du magst, hebst du dein Becken leicht an. Mach das ein paar Mal hier in deinem eigenen Rhythmus vor und zurück. Von hier zieh dein linkes Knie fest zur Brust und streck dein rechtes Bein gerade nach unten weg. Bleib hier einen Moment. Wenn du magst, mach kleine Kreise mit deinem linken Fuß. Und von hier bring deine Nase zum Knie. Wenn du weitergehen möchtest, heb dein rechtes Bein an. Und wenn du noch weitergehen möchtest, streck deine Arme parallel zum Boden aus und lass deine Fingerspitzen zum rechten Fuß ziehen. Löse dich und zieh dein linkes Knie wieder zur Brust. Leg deinen linken Arm auf Schulterhöhe von dir ab, atme tief ein hier. Und mit dem Ausatmen zieh dein linkes Knie rüber auf die rechte Seite und dreh deinen Kopf nach links. Lass hier Raum in deiner Wirbelsäule entstehen. Komm hier wieder zurück und wechsel die Seiten. Streck dein linkes Bein gerade nach unten aus und zieh dein rechtes Knie fest zur Brust. Bleib hier wieder einen Moment. Wenn du magst, mach Kreise mit dem rechten Fuß.
Und dann bring deine Nasenspitze zum Knie. Wenn du magst, heb dein linkes Bein an. Und wenn du noch weitergehen möchtest, lass deine Fingerspitzen nach hinten Richtung Fuß ziehen, parallel zum Boden. Löse dich, zieh dein rechtes Knie wieder zur Brust, leg deinen rechten Arm auf Schulterhöhe von dir ab, atme tief ein hier und mit dem Ausatmen zieh dein rechtes Knie rüber auf die linke Seite. Bleib hier und lass Raum entstehen in deiner Wirbelsäule. Komm wieder zurück und zieh noch einmal beide Knie zur Brust. Und dann hol hier gerne ein paar Mal Schwung und roll auf deine Wirbelsäule und finde einen aufrechten, geraden Sitz. Einen Schneidersitz. Lande mit beiden Händen vor dir, einatmen, Brust raus, Schulterblätter runter. Mit dem Ausatmen wandere nach vorne, bis du merkst, hier ist dein Limit. Dann bleib hier, lass dein Kopf schwer sein und schwing leicht von links nach rechts. Komm langsam wieder hoch und wechsel deine Beine, dass jetzt der andere Fuß vorne liegt. Und einmal noch lande mit beiden Händen vor dir, einatmen, Brust raus, Schulterblätter runter. Und mit dem Ausatmen wandere nach vorne, bis du merkst, hier ist dein Limit. Und bleib hier und schwing leicht von links nach rechts. Lass dein Kopf schwer sein. Löse dich und komm langsam wieder zurück und finde vor auf deiner Matte in deinen Vierfüßlerstand, Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften. Achte hier schon darauf, dass deine Finger weit aufgestellt sind, dass du nicht nur auf dem Handgelenk stehst, sondern dass dein Gewicht auf allen Fingern aufgeteilt ist. Achtung, stell hier deine Zehenspitzen hinten auf und heb deine Knie 3 bis 5 Zentimeter von der Matte an. Halten, bleib hier.
Lass deine Knie absinken, leg deine Füße wieder ab und schieb dich zurück in Balasana, dein Kind. Lass dir dein Kopf schwer sein. Lass dich von der Schwerkraft in den Boden ziehen. Komm langsam wieder hoch in deinen Vierfüßlerstand. Wir machen das noch zweimal. Stell deine Zehenspitzen hinten auf. Heb deine Knie 3 bis 5 Zentimeter an. Bleib hier, halte. Lass deine Knie wieder absinken, leg deine Füße ab, schieb dich zurück im Balasana, dein Kind. Drei tiefe Atemzüge hier. Letztes Mal, finde deinen Vierfüßlerstand. Stell deine Zehenspitzen hinten auf und heb deine Knie 3 bis 5 Zentimeter an. Oh, letztes Mal, lass deine Knie absinken, leg deine Füße ab, schieb dich zurück in dein Kind, Balasana. Drei tiefe Atemzüge hier. Achtung von hier, greif die Matte fest mit allen Fingern. Mit dem Einatmen mach einen großen Katzenbuckel, komm hoch. Mit dem Ausatmen lass Brust und Kinn die Matte finden. Einatmen, schlängel dich vor zur Bhujangasana, deine Kobra. Mit dem Ausatmen schieb dich zurück in dein Kind, Balasana. Einatmen, großen Katzenbuckel. Ausatmen, Brust und Kinn finden die Matte. Einatmen, schlängel dich vor zu Bhujangasana. Ausatmen, zurück zu Balasana. Noch dreimal so. Einatmen, großen Katzenbuckel. Ausatmen, Brust und Kinn. Einatmen, Bhujangasana. Ausatmen, zurück zu Balasana. Einatmen, großer Katzenbuckel. Ausatmen, Brust und Kinn. Einatmen, Bhujangasana. Ausatmen, zurück zu Balasana. Super, ein letztes Mal. Einatmen, großen Katzenbuckel. Ausatmen, Brust und Kinn. Einatmen, Bhujangasana. Und ausatmen, zurück zu Balasana. Bleib noch einmal hier. Für ein paar tiefe Atemzüge lass dein Kopf schwer sein. Wenn du magst,
Schwing leicht von links nach rechts und spür, wie all die kleinen Muskeln an deiner Wirbelsäule ganz weich werden. Greif die Matte wieder fest mit deinen Fingern. Finde wieder hoch in Bhavanasana, deinen Vierfüßlerstand. Von hier streck dein linkes Bein gerade nach hinten weg und deine rechte Hand gerade dazu nach vorne. Suche dir einen Drishti, einen Fokuspunkt. Und Achtung, mit dem Einatmen bring Knie und Ellenbogen zusammen. Und mit dem Ausatmen schaff Länge. Einatmen zusammen. Ja, ausatmen schaff Länge. Noch drei, atme ein. Und aus. Atme ein. Und aus. Ein letztes Mal ein. Und letztes Mal aus. Lass deine rechte Hand den Boden finden. Achtung, lass deinen linken Fuß direkt hinter dem rechten Fuß die Matte finden und öffne dich nach oben in eine seitliche Planke. Von hier, heb deinen linken Fuß an, komm in Baby Adha Chandrasana, Baby Halbmond. Lass deinen linken Fuß absinken, heb dein rechtes Bein an, seitliche Planke. Lass dein rechtes Knie wieder absinken, finde noch einmal Baby Halbmond. Super, ein letztes Mal so. Lass deinen linken Fuß absinken, finde deine seitliche Planke, heb dein rechtes Knie an. Und lass dein rechtes Knie absinken, finde Babyhalbmond. Von hier, wenn du magst, greif mit der linken Hand den linken Fuß, schieb aktiv mit dem linken Fuß in die linke Hand. Komm in eine leichte Rückbeuge hier. Und löse dich, lass deinen linken Fuß wieder zurückziehen, linke Hand zieht wieder nach oben, lass deine linke Hand landen. Achtung, lass dein linkes Bein hinten gestreckt, lass deine linken Zehenspitzen hinten landen und schieb dich leicht zurück. Wadendehnung hier. Lass dein rechtes Knie wieder absinken, bring dein linkes Knie neben dein rechtes zurück in Bhavanasana, deinen Vierfüßlerstand. Wir machen das Ganze einmal auf der anderen Seite. Streck dein rechtes Bein gerade nach hinten weg und deine linke Hand gerade dazu nach vorne. Finde wieder ein Drishti, einen Fokuspunkt. Mit dem Einatmen bring Knie und Ellenbogen zusammen. Mit dem Ausatmen schaff Länge. Atme ein. Und aus. Atme ein. Und aus. Noch zwei, atme ein.
Und aus. Atme ein. Und aus. Super, lass deine linke Hand landen. Lass deinen rechten Fuß direkt hinter dem linken Fuß landen. Und öffne dich nach oben in deine seitliche Planke. Heb dein rechtes Bein an, finde Baby Adho Chandrasana. Lass deinen rechten Fuß wieder absinken für deine seitliche Planke, heb dein linkes Bein an. Lass dein linkes Bein absinken. Heb dein rechtes Bein wieder an für ein letztes Mal. Nee, für Baby Adho Chandrasana. Lass deinen rechten Fuß landen. Letztes Mal seitliche Planke. Heb dein linkes Bein an. Und lass dein linkes Knie absinken. Finde noch einmal Baby Adho Chandrasana. Und wenn du magst, greif mit der rechten Hand den rechten Fuß, schieb aktiv in deine Hand für eine leichte Rückbeuge hier. Löse dich, Fuß zieht wieder nach hinten, Hand zieht wieder nach oben. Lass deine rechte Hand landen, stell deine rechten Zehenspitzen hinten auf und komm in eine Wadendehnung hier. Löse dich, finde wieder zurück in deinen Vierfüßlerstand. Bamanasana, einatmen, großen Katzenbuckel. Mit dem Ausatmen finde Brust und Kinn finden die Matte, Verzeihung. Einatmen zu Bhujangasana. Ausatmen zurück zu Balasana. Noch zweimal so, einatmen, großen Katzenbuckel. Ausatmen, Brust und Kinn. Einatmen, Bhujangasana. Ausatmen, zurück zu Balasana. Ein letztes Mal einatmen, großen Katzenbuckel. Ausatmen, Brust und Kinn. Einatmen, Bhujangasana. Ausatmen, zurück zu Balasana, stell deine Zehenspitzen hinten auf und schieb dich hoch und zurück in Adho Mukha Svanasana, deinen ersten herabschauenden Hund. Lass deine Knie weich, mach deinen Rücken ganz lang, schwing leicht von links nach rechts. Und dann wandere mit deinen Füßen nach vorne zu deinen Händen. Mach dich ganz weich, Knie weich, Rücken weich, lass dich aushängen. Schüttel deinen Kopf aus. Nein, nein, ja. Wir kommen ganz langsam mit einem Einatmen Wirbel für Wirbel nach oben. Und komm am Anfang deiner Matte zum Stehen. Bring deine Handflächen zueinander vor dein Herzen in Sanjali Mudra.
Schließ hier für einen Moment deine Augen und wiederhole noch einmal deine Absicht für die heutige Praxis, deine Affirmation. Und dann löse deine Hände. Füll Surya Namaskara ab. Atme tief ein über die Seitenhandflächen, berühren sich, Blick folgt, Urdhva Hastasana. Ausatmen, Falte nach vorne zur stehenden Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen zu Adha Uttanasana, halbe Vorbeuge. Und mit dem Ausatmen finde Chaturanga Dandasana. Einatmen zu Urdhva Mukha, aufschauender Hund. Ausatmen zu Adho Mukha, Svanasana, herabschauender Hund. Bleib hier 5 tiefe Atemzüge. Beuge und strecke gerne abwechselnd deine Beine. Beweg dich so, wie sich das jetzt gerade für dich gut anfühlt. Mit deinem nächsten Ausatmen step wieder nach vorne zu deinen Händen. Einatmen zu Adha Uttanasana, halbe Vorbeuge. Ausatmen zu Uttanasana, ganze Vorbeuge. Komm mit einem großen Einatmen über die Seiten zu Urdhva Hastasana. Ausatmen, bring die Daumen zum Herzen, Anjali Mudra. Noch zweimal so, atme tief ein zu Urdhva Hastasana. Ausatmen zu Uttanasana. Einatmen Adha Uttanasana. Mit dem Ausatmen finde Chaturanga Dandasana. Einatmen zu Urdhva Mukha. Ausatmen zu Adho Mukha Svanasana. Mach hier wieder, was du möchtest. Bleib in der Bewegung oder finde einen Moment der Stille. Ja. Und mit dem Ausatmen step wieder nach vorne zu deinen Händen. Einatmen zu Adha Uttanasana, halbe Vorbeuge. Ausatmen zu Uttanasana, ganze Vorbeuge. Komm mit einem großen Einatmen zu Urdhva Hastasana. Ausatmen Anjali Mudra. Letztes Mal atme tief ein zu Urdhva Hastasana. Ausatmen zu Uttanasana. Einatmen zu Adha Uttanasana. Mit dem Ausatmen finde Chaturanga Dandasana. Einatmen zu Urdhva Mukha. Ausatmen zu Adho Mukha. Bleib hier noch einmal 5 tiefe Atemzüge. Mit dem Ausatmen, step wieder nach vorne zu deinen Händen.
Einatmen zu Adha Uttanasana, halbe Vorbeuge. Ausatmen zu Uttanasana, ganze Vorbeuge. Einatmen zu Urdhvasthasana. Ausatmen, Daumen zum Herzen und Jari Mudra. Surya Namaskara B. Atme tief ein zu Urdhvasthasana. Ausatmen, setz dich ab zu Utkatasana, deinem Stuhl. Atme tief ein hier. Mit dem Ausatmen finde Uttanasana, stehende Vorwärtsbeuge. Einatmen zu Adha Uttanasana, halbe Vorbeuge. Mit dem Ausatmen finde Chaturanga Dandasana. Einatmen zu Urdhva Mukha. Ausatmen zu Adho Mukha. In der Atempause bring den rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Linken Fußspitzen drehen um 45 Grad nach außen. Einatmen, komm hoch zu Virabhadrasana. Mit dem Ausatmen finde Chaturanga Dandasana. Einatmen zu Urdhva Mukha. Ausatmen zu Atmung. In der Atempause step den linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Rechten Fußspitzen drehen um 45 Grad nach außen. Einatmen, komm hoch zu Virabhadrasana. Mit dem Ausatmen finde Chaturanga. Einatmen zu Ulvamukha. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana, bleib 5 tiefe Atemzüge hier. Mit dem Ausatmen, step wieder nach vorne. Achtung, mit dem Einatmen, finde noch einmal Utkatasana, deinen Stuhl. Mit dem Ausatmen, komm zum Stehen, Daumen zum Herzen und Jali Mudra. Noch einmal Surya Namaskara B. Atme tief ein, über die Seiten zu Urdhvasthasana. Ausatmen, finde Utkatasana. Atme tief ein hier. Mit dem Ausatmen, finde Uttanasana. Einatmen zu Adha Uttanasana. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, Urdhva Ausatmen, Adho Mukha. In der Atempause steppt der rechte Fuß nach vorne, Virabhadrasana. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, Urdhva Mukha. Ausatmen, Adho Mukha. In der Atempause steppt der linke Fuß nach vorne. Einatmen, Virabhadrasana. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Einatmen, Urdhva Mukha. Ausatmen, Adho Mukha. Bleib 5 tiefe Atemzüge hier. Und dann step mit dem Ausatmen wieder nach vorne zu deinen Händen. Mit dem Einatmen finde Utkatasana. Ausatmen, bring die Daumen zum Herzen und Jali Mudra. Bleib wieder einen Moment hier, schließ deine Augen. Wiederhole noch einmal deine Affirmation, dein Sankalpa für die heutige Stunde.
Und dann löse deine Hände, atme tief ein über die Seiten. Und mit dem Ausatmen lass deine Hände die Matte finden. Step zurück zu Adho Mukha Svanasana. Heb dein rechtes Bein hinten an. Mit dem Einatmen bring dein rechtes Knie an deinen rechten Ellenbogentipp. Und mit dem Ausatmen zurück. Einatmen mit dem Nasenspitze-Tipp. Und aus, zurück. Einatmen diagonal zum linken Ellenbogentipp. Und aus, zurück. Stepp deinen rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Lass dein linkes Knie den Boden finden. Mit dem Einatmen komm hoch zu Anjaneyasana. Bleib ein paar Atemzüge hier, wenn du magst, federleicht in deine Hüfte. Lass beide Hände links und rechts zum rechten Fuß den Boden finden. Achtung, mit dem Einatmen heb noch einmal dein Herz. Mit dem Ausatmen verlage dein Gewicht nach hinten. Lass dein rechtes Bein strecken. Rechter Fuß kommt hoch. Adho Mukha. Einatmen wieder nach vorne zu. Anjaneyasana. Ausatmen zu. Adho Mukha. Mach das ein paar Mal in deinem eigenen Atemrhythmus. Einatmen zu Anjaneyasana. Ausatmen zu Adho Letztes Mal ein. Letztes Mal aus. Wir treffen uns vorne in Anjaneyasana. Linke Hand bleibt auf der Matte, gerne etwas weiter vorne, so dass dass die linke Hand auf einer Linie ist mit dem rechten Fuß. Und der rechte Arm macht einen großen Bogen nach vorne, nach oben, nach hinten. Lass deinen rechten Arm parallel zum Boden sein, schieb dich mit deiner linken Schulter aktiv vom Boden weg. Und entweder du bleibst hier oder wenn du weitergehen möchtest, greif mit der rechten Hand den linken Fuß. Löse dich, lass deinen rechten Arm wieder nach vorne ziehen, nimm dir einen Klotz vorne an deine Matte und verlage dein Gewicht nach vorne auf dein rechtes Bein. Flieg hoch zu Anjaneyasana, deinem Halbmond. Das ist unser erster Halbmond heute. Such dir wieder einen Drishti. Finde einen Moment der Balance, ohne alles perfekt machen zu wollen. Komm erstmal an. Löse dich, lass deine linke Hand, deinen linken Fuß wieder die Matte finden. Einatmen, finde Adho Mukha. Und mit dem Ausatmen, finde Chaturanga Dandasana. Einatmen zu Urdhva Mukha. Ausatmen zu Adho Mukha Svanasana.
Heb dein linkes Bein hinten an. Mit dem Einatmen bring dein linkes Knie an deinen linken Ellenbogentipp. Und aus, wieder zurück. Einatmen mit der Nasenspitze. Und aus, zurück. Einatmen diagonal zum linken, rechten Ellenbogentipp. Und aus, zurück. Und dann bring deinen linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Lass dein rechtes Knie hinten den Boden finden. Einatmen, komm hoch zu Anjaneyasana. Bleib einen Moment hier federleicht in deiner Hüfte, wenn du magst. Und dann lass deine Hände links und rechts von deinem linken Fuß landen. Mit dem Einatmen hebe dein Brustbein raus. Mit dem Ausatmen verlage dein Gewicht nach hinten. Lass dein linkes Bein strecken. Lass deinen linken Fuß hochkommen zu Adha Hanumanasana. Einatmen zu Anjaneyasana. Ausatmen zu Adha Hanumanasana. Mach das ein paar Mal in deinem eigenen Atemrhythmus. Einatmen, Anjaneyasana. Ausatmen, Adha Letztes Mal ein. Letztes Mal aus. Wir treffen uns vorne in Anjaneyasana. Rechte Hand bleibt auf der Matte, so dass das rechte Handgelenk auf einer Linie ist mit dem linken großen Zeh und der linke Arm macht einen großen Bogen nach vorne, nach oben, nach hinten. Lass deinen linken Arm parallel zum Boden ziehen. Und wenn du weitergehen möchtest, greif mit der linken Hand den rechten Fuß. Löse dich, lass deinen rechten Fuß wieder los, wenn du gebunden warst. Leg dir deinen Klotz vorne an deine Matte, verlage das Gewicht auf das linke Bein und flieg hoch zu Adha Chandrasana hier. Such dir einen Drishti, komme erstmal an in der Balance. Löse dich, falte nach vorne zu Uttanasana. Mit dem Einatmen finde Adha Uttanasana. Ausatmen zu Chaturanga Dandasana. Einatmen zu Urdhva Mukha. Ausatmen zu Asamukha Svanasana. Und dann heb noch einmal dein rechtes Bein hinten an.
Mit dem Einatmen bring dein rechtes Knie an deinen rechten Ellenbogentipp. Und aus, wieder zurück. Einatmen mit der Nasenspitze tipp. Und aus, zurück. Einatmen diagonal zum linken Ellenbogentipp. Und aus, zurück. Und dann bring deinen rechten Fuß wieder nach vorne zwischen deine Hände. Dreh die linken Fußspitzen um 90 Grad nach außen und lass dich von deinem linken Arm hochziehen zu Virabhadrasana 2, Krieger 2. Nimm dir hier einen Moment Zeit, um dich zurechtzufinden. Achte darauf, dass dein rechtes Knie vorne über dem Sprunggelenk ist, dein linker Fuß um 90 Grad nach außen gedreht ist und dass dein hinterer Fuß ungefähr auf einer Linie ist mit der Ferse vom vorderen Fuß. Streck deine Arme weit aus, schau nach vorne an deinen rechten Fingerspitzen vorbei, lass deine Schultern weich sein. Achtung, mit deinem nächsten Einatmen streck dein vorderes Bein, Handflächen berühren sich, Blick folgt. Mit dem Ausatmen finde Virabhadrasana. Einatmen, wachse hoch. Ausatmen, schieb die Energie nach unten. Noch dreimal so, atme ein. Und aus. Atme ein. Und aus. Letztes Mal ein. Letztes Mal aus. Streck dein vorderes Bein, kick deine Hüfte zum kurzen Mattenende. Atme noch einmal tief ein hier. Mit dem Ausatmen streck dich ganz, ganz weit nach vorne. Und mit dem Ausatmen lass deine rechte Hand entweder auf dem Schienbein, auf einem Klotz oder auf dem Boden landen. Öffne dich nach oben mit links für Trikonasana. Löse dich. Achtung, lass deine linke Hand den Boden finden. Bring dein rechtes Knie wieder über das Sprunggelenk. Komm mit dem linken Fuß hinten auf die Zehenspitzen und öffne dich nach oben in deinen Easy Twist. Von hier verlage dein Gewicht auf die linke Hand und auf die Außenseite hoch vom linken Fuß und komm hoch in deine seitliche Planke, welche Variation auch immer für dich passt. Rechter Fuß auf dem linken Fuß, rechter Fuß an der Innenseite vom linken Bein oder ganz nach oben geöffnet. Das, was für dich passt. Und Achtung, wir steppen mit dem rechten Fuß wieder nach vorne, verlagern das Gewicht wieder nach vorne auf das rechte Bein und fliegen noch einmal hoch zu Adha Chandrasana Halbmond. Lass hier Länge in der Wirbelsäule entstehen, dass du ein freies Gefühl hast beim Atmen. Und löse dich, falte nach vorne zu, Uttanasana, stehende Vorwärtsbeuge. Und fließe hier durch dein Vinyasa. Wir treffen uns im herabschauenden Hund.
Und dann heb dein linkes Bein hinten an. Mit dem Einatmen bring dein linkes Knie zu deinem linken Ellenbogentipp. Und aus, wieder zurück. Einatmen mit der Nasenspitze tipp. Und aus, zurück. Einatmen diagonal zum rechten Ellenbogentipp. Und aus, zurück. Bring deinen linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Dreh die rechten Fußspitzen um 90 Grad nach außen. Lass dich von deinem rechten Arm hochziehen zu Virabhadrasana 2. Nimm dir hier wieder einen Moment Zeit, um dich auszurichten. Lass dein linkes Knie über dem linken Sprunggelenk sein. Rechten Fußspitzen sind um 90 Grad nach außen gedreht. Rechtes Bein hinten ist aktiv. Achte darauf, dass der vordere Fuß ungefähr mittig mit dem hinteren Fuß ist. Streck deine Arme aus. Schau nach vorne an deinen linken Fingerspitzen vorbei. Lass deine Schultern weich sein. Achtung, mit dem Einatmen streckt das vordere Bein, Handflächen berühren sich, Blick folgt. Ausatmen, Virabhadrasana. Einatmen, wachse hoch. Ausatmen, schieb die Energie nach unten. Noch drei, atme ein. Und aus. Atme ein. Und aus. Letztes Mal ein. Und aus. Achtung, streck dein vorderes Bein. Atme tief ein hier. Mit dem Ausatmen lehne dich mit dem linken Arm ganz, ganz weit nach vorne. Lass deine linke Hand landen auf dem Schienbein, auf einem Klotz oder auf dem Boden. Und öffne dich nach oben mit rechts für Trikonasana. Lass deine rechte Hand absinken und den Boden finden. Bring dein linkes Knie übers Sprunggelenk. Komm mit rechts hinten auf die Zehenspitzen. Öffne dich nach oben in deinen Easy Twist. Und von hier verlagere dein Gewicht auf deine rechte Hand, auf die Außenseite vom rechten Fuß. Finde deine seitliche Planke, entweder linker Fuß auf dem rechten, Vrikshasana-Variante, oder öffne dich nach oben. Und Achtung, Step mit dem linken Fuß wieder nach vorne, verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein, flieg hoch zu Adha Chandrasana hier. Lass Raum in deiner Wirbelsäule entstehen.
Löse dich, balde zu Utsanasana. Und fließe durch dein Vinyasa. Wir treffen uns im herabschauenden Hund. Schüttel deinen Kopf aus. Nein, nein, ja. Achtung, mit dem Einatmen, komm auf die Zehenspitzen. Mit dem Ausatmen, atme weit aus durch den Mund, schieb deine Fersen nach unten. Einatmen auf die Zehenspitzen. Atme aus. Noch einmal so, atme ein. Und atme aus. Hebt dein rechtes Bein hinten an. Mit dem Einatmen bring dein rechtes Knie an den rechten Ellenbogen, tipp und aus, wieder zurück. Einatmen mit der Nasenspitze, tipp und aus, zurück. Einatmen diagonal zum linken Ellenbogen, tipp und aus, zurück. Bring deinen rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Dreh die linken Fußspitzen um 90 Grad nach außen. Achtung, bring deine rechte Hand entweder auf den Boden oder auf dein rechtes Schienbein. Streck das vordere Bein. Öffne dich gleich in Trikonasana. Von hier für eine Parshva Konasana. Bring dein rechtes Knie wieder über das rechte Sprunggelenk. Entweder deine Hand bleibt auf der Innenseite vom rechten Fuß oder wenn es ein bisschen viel ist, komm gerne auf den Ellenbogen, dass es für dich passt. Und einmal über unten in Parshva Konasana. Lass deine linke Hand eine gerade Linie ziehen bis zu deinem linken Fuß. Wenn du magst, binde dich hier. Lass deine linke Hand hinter deinen Rücken absinken zu deinem Oberschenkel. Greif mit rechts von unten durch. Wenn du das nicht kannst, ist das nicht schlimm. Das hat viel mit Schulter- und Hüftmobilität zu tun, aber auch mit der Länge des Oberschenkels und der Länge der Arme. Löse dich, wenn du gebunden warst. Verlagere dein Gewicht nach vorne auf dein rechtes Bein. Flieg noch einmal hoch zu Ardha Chandrasana, seinem Halbmond. Und wenn du magst, binde dich hier, schieb Arke tief mit dem linken Fuß in die linke Hand. Und Achtung, löse dich. Lass dein linkes Knie hinter deinem rechten Knöchel landen. Setz dich an der Innenseite vom linken Knöchel ab. Bring deinen rechten Fuß an die Außenseite vom linken Oberschenkel. Aktiviere deinen linken Fuß und lass deinen rechten großen Zeh fest in den Boden pressen. Lande mit deiner rechten Hand hinter dir. Einatmen, linker Arm hebt an. Ausatmen, hake dich ein, twiste nach hinten und schau über deine rechte Schulter. Wenn du fortgeschrittener bist, binde dich auch hier.
Löse dich. Dreh dich wieder zum Anfang der Matte, schwing dein rechtes Bein hinten rum, fließe durch dein Vinyasa, wir treffen uns im herabschauenden Hund. Letzte Runde. Heb dein linkes Bein hinten an. Mit dem Einatmen bring dein linkes Knie zu deinem linken Ellenbogentipp. Aus, zurück. Einatmen mit der Nasenspitze tipp. Aus, zurück. Einatmen diagonal zum rechten Ellenbogentipp. Und aus, zurück. Bring deinen linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände, dreh die rechten Fußspitze um 90 Grad nach außen, lande mit deiner linken Hand auf dem Boden, auf einem Klotz oder auf deinem Schienbein, streck das vordere Bein, öffne dich direkt nach oben zu Trikonasana. Und dann bring dein linkes Knie wieder über das linke Sprunggelenk. Rechte Hand bleibt entweder auf der Innenseite vom linken Fuß oder wenn das zu viel ist, bring deinen linken Ellenbogen auf den linken Oberschenkel und komm über unten in Parshvakonasana, gestreckter Winkel. Lass eine gerade Linie entstehen von deinen rechten Fingerspitzen bis zu deinem rechten Knöchel. Und wieder, wenn du magst, binde dich hier. Löse dich, verlage dein Gewicht wieder nach vorne auf dein linkes Bein und flieg hoch zu Ardha Chandrasana, Halbmond. Wenn du magst, binde dich, greif mit der rechten Hand den rechten Knöchel, schieb aktiv mit dem Fuß in die Hand, leichte Rückbeuge hier. Löse dich, lass dein rechtes Knie den Boden finden hinter deinem linken Knöchel. Setz dich an der Innenseite vom rechten Knöchel ab. Bring deinen linken Fuß an die Außenseite vom rechten Oberschenkel. Aktiviere deinen rechten Fuß, gefläumt oder geflext. Linker Fuß ist auch aktiv. Linker großer Zeh presst fest in den Boden. Lande mit deiner linken Hand hinter dir. Einatmen, rechter Arm hebt an. Mit dem Ausatmen hak dich einen Twist nach hinten und schau über deine linke Schulter. Wieder, wenn du fortgeschrittener bist, binde dich hier.
Und löse dich. Dreh dich wieder zum Anfang der Matte. Schwing dein linkes Bein nach hinten rum. Fließe durch dein letztes Vinyasa. Wir treffen uns im herabschauenden Hund. Und dann heb noch einmal dein rechtes Bein hinten an. Öffne deine Hüfte nach rechts. Und lass dich von deinem rechten Fuß rumziehen. Lass deinen rechten Fuß landen. Schieb dich hoch zu Kadmakarasana, dein Wild Thing. Komm wieder zurück, lass dein rechtes Bein wieder hochgehen, dreibeiniger Hund. Und dann bring dein rechtes Knie nach vorne zu deinem rechten Daumen, leg dein linkes Bein gerade hinten ab. Wenn du magst, leg deinen Klotz unter deine rechte Hüfte, um deine Hüfte frontal auszurichten, mit dem Einatmen Schaftlänge. Und mit dem Ausatmen Falte tief. Lass deinen Kopf schwer sein. Lass deinen ganzen Körper schwer sein. Lass hier mit jedem Ausatmen etwas mehr los. Komm langsam wieder hoch. Und Achtung, schwing dein linkes Bein von hinten rum. Lass deinen linken Knöchel quer auf dem rechten Oberschenkel landen, so dass deine Knie gestapelt sind. Nee, dass deine Schienbeine gestapelt sind, Verzeihung. Wenn dein linkes Knie hierbei hochkommt, ist das nicht schlimm. Arbeite einfach daran, das linke Knie nach unten zu schieben, ganz sanft. Wenn deine Knie gestapelt sind, kannst du dich gerne mit deinen Ellenbogen auf deinem linken Schienbein ablegen oder wenn du weitergehen möchtest, auf dem Boden, das was hier für dich passt. Lass dein Kopf auch hier schwer sein, wenn du magst. Schwing leicht von links nach rechts.
Löse dich, komm langsam wieder zurück. Schwing dein linkes Bein wieder nach hinten rum. Wir treffen uns im herabschauenden Hund. Und dann heb dein linkes Bein hinten an. Öffne deine Hüfte nach links. Und entweder du bleibst hier oder wenn du magst, lass dich von deinem linken Fuß rumziehen und öffne dich nach oben in Katmakarasana oder dein Wild Thing. Komm wieder rum in deinen herabschauenden Hund. Lass dein linkes Bein hinten wieder hochgehen. Und dann bring dein linkes Knie nach vorne zu deinem linken Daumen. Leg dein rechtes Bein gerade hinten ab. Atme tief ein, scharfe Länge hier. Und mit dem Ausatmen falte nach vorne. Lass dich hier von der Schwerkraft in den Boden ziehen. Lass alles los, was dir nicht mehr dient. Komm langsam wieder hoch und schwing dein linkes Bein von hinten, dein rechtes Bein von hinten rum. Verzeihung, lass deinen rechten Fuß geflext auf dem linken Knie landen, so dass deine Schienbeine gestapelt sind. Wieder, wenn dein rechtes Knie hochkommt, ist das nicht schlimm. Dann bleibe hier und arbeite daran, das rechte Knie langsam nach unten zu schieben, wenn du schon hier bist. Lande gerne mit deinen Ellenbogen auf deinem rechten Schienbein oder wenn du noch weitergehen möchtest, falte nach vorne hier. Lass auch deinen Kopf wieder schwer sein. Schließ gerne deine Augen.
Komm langsam wieder hoch und bring beide Beine nach vorne. Lass deine Füße geflext sein und bring deine Füße circa hüftbreit auseinander. Wir müssen nicht die Füße zusammenbringen, gerne etwas weiter auseinander. Rutsch ein kleines Stückchen nach vorne oder zieh deine Dekoration etwas auseinander, das was für dich passt. Achtung mit dem Einatmen, Schafflänge hier. Mit dem Ausatmen, lass deine Hände neben deinen Beinen landen. Mit dem Einatmen schaff noch mal Länge in deiner Wirbelsäule hier. Und mit dem Ausatmen falte etwas tiefer. Achte darauf, dass deine Beine aktiv bleiben. Greif hier noch nicht nach deinen Füßen, um dich so weit wie möglich nach vorne zu ziehen, sondern versuch dein Brustbein nach vorne zu den Füßen zu schieben und schieb mit den Fersen in den Boden und gleichzeitig mit dem Rücken nach vorne. Aktive Flexibilität. Super, komm langsam wieder hoch, lass deine Hände hinter deinen Hüften landen mit den Fingerspitzen zu den Hüften. Schieb deine Hüften ganz weit hoch. In Purvottanasana, dein Brett. Komm langsam wieder zurück, gleiches Spiel wie eben. Zieh deine Dekoration leicht auseinander oder rutsch ein kleines Stückchen nach vorn, dass das für dich passt. Einatmen, Schaflänge. Ausatmen, falte tief, wenn du magst. Greif jetzt die Außenseiten deiner Füße und zieh mit dem Brustbein nach vorne. Komm langsam wieder zurück. Achtung, winkel einmal dein linkes Bein an. Öffne deine Hüfte leicht lateral zum langen Mattenende. Lande mit deiner linken Hand hinter dir. Einatmen, komm hoch zu Baby Wild Thing. Leichte Rückbeuge. Ausatmen, zurück. Seitenwechsel, streck dein linkes Bein, winkel dein rechtes Bein an. Lande mit deiner rechten Hand hinter dir. Baby Wild Thing. Und zurück. Komm auf deinem Rücken zum Liegen. Und streck deine Füße nach oben zur Decke. Wickel dein rechtes Bein um dein linkes Garundasana Bein und lass deinen linken großen Zeh unten landen. Leg deine Arme links und rechts auf Schulterhöhe von dir ab. Atme tief ein. Mit dem Ausatmen lass beide Knie rüberfallen auf die linke Seite und dreh deinen Kopf nach rechts. Komm wieder zurück zur Mitte, streck wieder beide Füße nach oben zur Decke. Und wickel dein linkes Bein um dein rechtes. Lass deinen rechten großen Zeh unten landen. Atme tief ein. Und mit dem Ausatmen lass beide Knie rüberfallen auf die rechte Seite und dreh deinen Kopf nach links.
Komm wieder zurück zur Mitte und streck beide Beine aus. Schüttel dir gerne noch einmal deine Zehenspitzen und deine Fingerspitzen aus, um die letzte Anspannung aus deinem Körper zu lösen. Und dann finde deinen Shavasana, wenn du magst, deck dich zu. Dann lass deine Fußspitzen nach außen fallen und dreh deine Handflächen nach oben. Und spür deinen Körper und spür die Schwere deines Körpers. Und spür die Punkte, wo dein Körper in den Boden presst. Schaffe hier Raum für deine innere Stille. Nur für diesen einen Moment. Sei ganz still.
Und dann komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück und atme ganz tief ein. Und beginne langsam wieder deinen Körper zu spüren, die Schwere deines Körpers. Und spüre die Punkte, wo dein Körper in den Boden presst. Und bewege das, was jetzt bewegt werden möchte, deine Fingerspitzen und deine Fußspitzen. Und dann bring deine Handflächen zueinander und reib sie ganz, ganz fest aneinander. Und bring die Wärme zu deinem Gesicht. Und wenn du magst, dann roll dich rüber über deine Lieblingsseite und komm langsam wieder an in einem aufrechten, geraden Sitz. Und dann bringen deine Handflächen zueinander in Sanjali Mudra und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Deinen Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Und deinen Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Namaste. Schön, dass es euch gibt. Und danke, dass ihr heute mit mir geübt habt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Ich hoffe, du fühlst dich in deinem Körper gut und diese super lange Klasse hat dir gefallen. Wenn du mehr solche Klassen mit mir machen möchtest, ich habe ein Online-Yoga-Studio, wo wir mehrmals die Woche Klassen in diesem Stil machen, auf jeden Fall von der Länge. Thematisch unterscheidet sich das natürlich immer ein bisschen. Der Link ist in der Videobeschreibung und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Wenn nicht, ist das auch völlig fein. Hier auch auf YouTube habe ich ja unheimlich viel Content, den du jederzeit machen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Ich danke dir fürs Mitmachen. Bis bald.